die bunte Kuh und die Zinselkurve im Hintergrund und vor mir Marco Martin, Autor, ja, und auch Flugbetroffener hier aus dem Ahrtal. Marco, grüß dich. Heute startet hier eine ganz tolle Aktion und wir nehmen euch da gleich ein Stückchen mit. Wir filmen schon mal kurz runter, können das schon mal kurz spinksen. Und wer die Frage hat, was ist da, was passiert da, da erzählt uns Marco jetzt mal erstmal dir einen schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen zusammen. Ja, wir stehen hier in Walpochtheim an der bunten Kuh, wie ihr sehen könnt hinter uns. Und wir stellen heute hier am Gasthaus Weinhaus Bunte Kuh einen Flutleuchtturm als Symbol der Zusammengehörigkeit, der Menschlichkeit von zwei Flutgebieten, nämlich der Wupper, Leichlingen und dem Ahrtal. Gemeinsam. Wie kamst du zu dieser Aktion? Wie kam man auf die Idee, hier an der Zinselkurve, an der bunten Kuh, das zu platzieren und ein Zeichen zu setzen, Marco? Also die Geschichte fing damit an, dass mich ein Helfer aus Leichlingen, der selber in Leichlingen betroffen war, aber dann trotzdem hier zu uns ins Ahrtal gekommen ist zum Helfen, irgendwann im Versorgungszelt in Walpochtheim angesprochen hat, wegen meinem Buch. Mhm. Und ja, dann haben wir ein bisschen gesprochen und wir sind dann in Kontakt geblieben, erst über Messenger und dann haben wir nachher Nummern ausgetauscht und dann über WhatsApp und da Anrufe. Und ja, die haben halt in Leichlingen an der Wupper einen Verein gegründet, den Wupperbogen e.V., aber da können die Jungs dir gleich genauer drüber erzählen. Dann gehen wir gleich runter. Dann kam irgendwann der Gedanke, eine Lesung in Leichlingen zu machen. Und da war ich natürlich direkt Feuer und Flamme für, habe dann auch zugesagt mit Helmer, der dann wieder mit seiner unnachahmlichen Musik begleitet hat. Und ich wusste eigentlich schon im Vorhinein, dass diese Lesung etwas Besonderes wird, weil ich das erste Mal in einem anderen Flutgebiet war. Also ich habe schon einige Lesungen gehalten, viele hier an der A. Sehr emotional immer, wenn ich das mal reinschieben darf. Also da fließen die Tränen und manchmal hängst du hinter der Kamera und das nimmt einen so mit, weil du erzählst die Geschichte von dir, deiner Familie. Für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, kurz zugeschnitten, um was geht es im Buch, dass die Leute vielleicht den Zusammenhang auch erkennen? Ja, in meinem Buch geht es halt darum, ich fange halt ein paar Wochen vor der Katastrophe an, weil ich denke, dass auch die Wochen davor einen großen Ausschlag darauf hatten, was hier dann am 14. Juli passiert ist, weil es ja da vorher auch schon recht viel geregnet hat. Eigentlich so wie dieses Jahr auch. Und ja, dann natürlich die Nacht mit allem, was dazugehört, mit Panik, mit Ängsten, mit Gefühlen, was wir gesehen haben, was wir gehört haben in dieser Nacht und auch die Tage und Wochen danach, mit den Arbeiten bei uns zu Hause an den zwei Baustellen, die wir hatten, dann natürlich die Solidarität von Tausenden von freiwilligen Helfern, die hier waren. Politik natürlich auch, gehört natürlich auch dazu. Kommt nicht so gut weg, würde ich sagen, ne? Nein, also es gibt auch nicht wirklich viel Gutes zu sagen. Das ist halt leider so. Und ich glaube bis heute auch nicht. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt Ortsbürgermeister, die sehr aktiv sind. Ne? Viele, die machen, aber ich sag mal, die großen Entscheider stehen auch heute noch in der Kritik. Ich rede mal hier meine persönliche Meinung, die Landesregierung Rheinland-Pfalz ganz klar an, ja. Vorweg Malu Dreyer und Konsorten. In meinen Augen, meiner Meinung nach, ja, einen schlechten Job gemacht bis heute. Ja, 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 und dann halt am Ende noch, wie es dann nach der Flut hier ausgesehen hat, was sich hier alles entwickelt hat, was dann auch wieder aufgebaut wurde und endet dann so Mitte Dezember das Buch mit einer Danksagung an alle Helfer, die hier waren. Und genau, darum geht es halt. Okay, haben wir mal einen Schwenk zum Buch gerade gemacht. Ja, jetzt wird hier, ihr seht, es wird kräftig gebaut und wir spinksen auch gerade mal hier. Also, wir gehen auch gleich mal runter zu den Jungs, die können uns dann über den Verein ein bisschen erzählen. Und dieser Leuchtturm, wie wird der nachher aussehen? Bei Paul in der Flutbar habt ihr den gestern schon fertiggestellt? Genau, der ist fertig. Ja, der ist ca. 1,80 Meter groß. Das untere Gerüst sieht man ja schon. Und da kommt dann nachher noch was drauf und der wird mit Steinen aus Leichlingen, aus dem Sinneswald gefüllt, aber auch mit Steinen aus der A und Umgebung von der A, um so halt auch wieder die Verbundenheit der zwei Flutgebiete zu symbolisieren. Klasse. Und
Dann kommt nachher noch der Rest oben drauf mit einer Lampe und der leuchtet dann auch tatsächlich nachts. Echt? Ja. Das ist verrückt. Schauen wir uns nachts zunächst mal an. Übrigens Video gerne teilen, damit wir möglichst viele Menschen erreichen. Wollen wir mal runtergehen? Ja. Kommt, wir nehmen euch mit. Wir gehen mal runter mit euch und gucken uns das an. Also wir sind auch hier direkt an der A und übrigens hier die bunte Kuh kann man wunderbar essen. Da seht ihr auch hier die aktuellen Öffnungszeiten. Wirklich, wirklich toll. War auch schon mal da und wir gucken mal hier unten, wie es ausschaut. Also, hier seht ihr übrigens, die Bahntrassen werden momentan gebaut. Die geben da sehr, sehr viel Gas und machen das sehr, sehr schnell, muss man sagen. Im Gegensatz zu manchen anderen Sachen im Fluggebiet funktioniert der Bahnaufbau gut. Und guck mal, hier sind sogar Erdmännchen mit dabei. Und schau mal, die müssen richtig schwer anpacken hier. Also viele fleißige Helfer. Einer war auch während der Flugkatastrophe Ahrtal schon hier vor Ort gewesen und ich gehe einfach mal hin und sage, hi, schönen guten Morgen, wer bist denn du? Ja, hallo lieber Timo, ich bin der Thomas aus Leichlingen vom Wupperbogen e.V. Ja, und freue mich, dass du da bist ja, und ein bisschen was aufnimmst, was wir hier so treiben. Ja klar, vor allem wir nehmen die Zuschauer auch mit. Du bist Helfer, hast hier auch im Ahrtal geholfen, hallo. Richtig, also ich bin erstmal selber... Darf ich dich filmen? Ja, ja, darf. Ja, dann winke ich mal kurz hier, hallo. Ja, ich bin ja aus Leichlingen und bin selber Betroffener gewesen bei dem Hochwasser 21 von der Wupper. Erste Mal im Ahrtal helfen war ich in Walportheim im Dezember 21 war das. Und habe dann auch noch die 5-Euro-Häuser unterstützt. Ach toll, von dem Jörg auch, ja. Bin häufig mit Weihnachten sind wir runtergefahren mit Kinderspielzeug, Weihnachtsschmuck etc. Kriegst gerade ein Herzchenalarm hier. Das ist sehr, sehr schön, danke, Daumen hoch. Ja, wie gesagt, das habe ich dann immer so weitergetrieben, sehr, sehr gerne geholfen im Ahrtal. Dann den lieben Marco auch kennengelernt, so ist das Ganze dann natürlich auch entstanden. Der Marco war ja mit dem Helmer dann auch in Leichlingen bei einer Lesung, das war auch sehr, sehr schön. Also nochmal, da gebe ich mal dem Marco ein Herzchen. Er steht hier und lächelt. Daumen hoch. Ja, und irgendwie wollten wir die Verbindung halt weiter schaffen mit Leichlingen, mit den zwei Flutgebieten und... so ist dann jetzt hier dieses Projekt entstanden. Das zeigen wir euch auch mal. Genau. Also, so schaut es aus hier. Die Steine werden jetzt fest platziert. Richtig. Das ist so ein ähnliches System wie auch bei den ein oder anderen Gartenzäunen, ne? Ja, genau, Gabionen sind das im Prinzip, ne? Wie heißen die? Erzähl's mal. Gabionen, nennt man das. Ja, so. Du kannst ja mal sagen, eine Leuchtturm-Gabione. Sehr gut. Können wir mal zeigen, wie es aussehen wird? Ja, gerne. Gerne, guck mal hier. So. Und da oben das kommt dann auch noch ein Licht drauf, ja? Ein Licht drauf, was nachts dann auch noch leuchtet. Ja. Julia, danke schön. Wir haben den Leuchten, die Solarbetriebe. Und wenn es dunkel wird, dann wird das leuchten. Geil. Und am Ende voller Steine. Und dann ist ein wunderbarer Blickfang. Genial. Also ich sehe hier schon, da gibt ganz, ganz viel Zuspruch dafür. Ja, ein Zeichen für die Fluggebiete. Wir nähern uns auch dem dritten Jahrestag im Moment, ne? Gerade für Betroffene und auch für Helfer. Ja, denke ich mal, in den nächsten Wochen noch mal relativ einschneiden. Wo kommt ihr jetzt her? Auch aus Leichlingen? Ich komme auch aus Leichlingen. Mhm. Ich war Nachbar von Thomas. Beide sind wir betroffen gewesen. Und ich denke, wir sind sehr froh, dass wir ein bisschen was machen können, was an dieses Ereignis erinnert, sodass es auch in Erinnerung bleibt. Und ich bin sehr froh, hier zu sein, zum ersten Mal im Ahrtal. Und ich bin echt begeistert. Wirklich schön. Sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich hier bin. Wie ist so dein Eindruck, wenn man durchfährt? Man sieht ja Häuser, die sind komplett fertig und Häuser, da wurde noch gar nicht angefangen. Wie wirkt das so auf dich? Wie viel hast du schon gesehen? Also ich habe hier einiges gesehen und wenn man sich hier umschaut, ist das halt eine riesen Baustelle. Gefühltmäßig wird das noch lange dauern. Es ist jetzt schön zu sehen, dass so viele Helfer hier sind. Und ich hoffe, es geht nicht in Vergessenheit, weil im Grunde genommen muss man hier dranbleiben und das Momentum nutzen. Und so viel helfen, wie es geht, es ist noch lange nicht vorüber. Danke für dein Feedback. Sehr gerne. Ja. Und du machst jetzt hier die letzten Steine mit rein. Wer bist du? Wo kommst du her? Martin Pester mein Name. Und ich bin nicht so direkt Betroffener gewesen, sondern auf eine etwas ungewöhnliche Weise. Ich habe sehr viele Häuser gebaut in Leichlingen. Und das Baugebiet, wo wir jetzt auch alle herkommen, Wupperbogen, die Häuser, die habe ich gebaut. Und als die dann sozusagen abgesoffen sind und vor allem auch die Menschen, die da halt dann betroffen waren, natürlich in Schwierigkeiten steckten, dass, und ich natürlich zum großen Teil auch gut kannte, da war das natürlich für mich auch eine ganz besondere Situation. Und wir haben dann gemeinsam da angepackt und haben sehr schnell auch wieder
so eine gewisse Normalität hergestellt, als das dann so langsam wieder in die normalen Bahnen alles kam. Da sagte dann unsere heutige Vereinsvorsitzende, ist eigentlich schade schon fast, dass dieses, wie der Tom eben meinte, Momentum jetzt so ein bisschen verschwindet. Und dann habe ich so gesagt, ja Mensch, dann müssen wir eigentlich einen Verein gründen. Und dann ist dieser Verein Wupperbogen e.V. entstanden, der halt ein Verein ist, der versucht, genau diese Stimmung, diese gemeinschaftliche Stimmung, wo man halt wirklich ganz viel zusammen schaffen kann, wo ganz viel Schwarmintelligenz da ist, ganz schnell kommuniziert wird, die eben weiterzutragen und die zu erhalten. Ja, und das, der Leuchtturm ist eigentlich ein Symbol genau für diese Möglichkeit, dass da einer mitten im Schlamm steckt, auf einmal die Augen anfangen zu leuchten und er andere ansteckt und die anderen merken auf einmal, Mensch, hier passiert was und hier können wir jetzt zusammenarbeiten und wir haben dann hinterher vielleicht sogar noch eine bessere Situation, als wir sie vor der Flutkatastrophe hatten. Also man kann ganz klar sagen, ein Leuchtturmprojekt. Und er nimmt auch schon Form an. Ich gehe nochmal zu Marco rüber. Vielen Dank dir erstmal. Ja, Marco, der dritte Jahrestag rollt auf uns zu. Wir haben jetzt Juni. In knapp einem Monat ist es auf den Tag genau, 14. Juli und 15. Juli. Wie ist es für dich, wenn dieses Datum näher kommt, momentan als Flug betroffen? Wir gehen mal ein bisschen dahin, haben wir ein bisschen mehr Ruhe vielleicht. So, wir sind noch am Arbeiten. Wir gehen mal hier rüber. Können wir uns gemütlich hier vorne Fläche hinstellen. So machen. Wollen wir hier hin? Ja. So. Wie ist das für dich? Wie fühlt es sich an als selber Betroffener, der jetzt sieht, wie ist der Aufbau momentan im Flutgebiet? Was läuft gut? Was läuft vielleicht auch schlecht? Wie fühlt es sich an? Kann ich dir jetzt ehrlich gar nicht so richtig beantworten, diese Frage. Das wird man dann an dem Tag sehen, wenn er da ist. Also der erste und der zweite Jahrestag, die waren... Also der erste war extrem schwer, ja. Da ging es mir nicht gut. Der zweite Jahrestag letztes Jahr haben wir so verbracht, dass wir gar nicht hier waren. Wir waren in Bonn auf einem Konzert, das war gut, da kamen auf andere Gedanken. Mhm. Das war okay. Dieses Jahr, wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen, das ist immer irgendwie tagesabhängig, wie man das auch an sich ranlässt. Ne? Ich meine, 3 Jahre sind dann vorbei, der dritte Jahrestag. Man lernt ja auch irgendwann damit umzugehen, auch gewisse Dinge zu verdrängen, zu verarbeiten. Und ja, wir müssen ja auch damit klarkommen, wir haben ja keine andere Wahl. Ne? Und ja, wie geht's voran? Also an vielen Ecken ist schon sehr viel passiert, muss man wirklich sagen. Zu sagen, es ist alles schlecht oder hier tut sich nichts, nein, stimmt nicht. Also geht voran, ne? Ja. Genau. Und es sind auch wieder viele schöne Ecken da. Klar, es gibt natürlich auch noch die Ecken, wo du denkst... Hat Neuner Innenstadt zum Beispiel sehr, sehr schön anzusehen, ne? Muss man sagen. Ja, da geht's. Die Hauptstraße, ne? Zumindest. Ja. Ich sage extra die Hauptstraße. Ja. Ne, wenn der Hauptstraße ist, geht auch gerne mal in die Nebenstraßen rein. Da könnt ihr das Elend noch begutachten teilweise. Ja, das hast du halt überall. Das hast du ja auch in Ahrweiler. Ja. Ne? Da, wo die Leute einkehren, der Marktplatz und so, ist wieder sehr schön, so wie früher. Und klar, die Nebengässchen, da hast du dann noch die ein oder anderen Stellen, wo du mal tief durchatmest. Oder in Heimersheim zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, von einem ehemaligen Fußballkameraden, haben sie jetzt vor ein paar Tagen angefangen, das Haus abzureißen. Nach fast genau 3 Jahren, das ist dann auch wieder so was, wo man denkt, 3 Jahre, jetzt wird ein Haus abgerissen, aber... So Nachrichten kriege ich jede Woche, also ja. Uns erreichen immer noch Nachrichten, das Projekt Baustoffspende in der WNR-Abstelle zu. Wir haben gestern ein Helfertreffen gehabt, wo ich auch kurz war und man hört halt auch von vielen Flugbetroffenen, die jetzt erst gerade anfangen, oder ich war, Mensch, warum ist das denn zu oder wann macht ihr denn wieder auf? Nee, wird halt nicht mehr aufgemacht. Ist von Politik und Hilfsorganisationsseite nicht gewünscht gewesen. Und es gibt Menschen, die fangen jetzt erst an mit der Kernsanierung oder mit dem Abriss und fangen dann erst an mit dem Aufbau. Und die Frage ist jetzt, warum? Ja, Gutachten, wieder aufbauen vor, Probleme, sehr schnell und bürokratisch war nichts. Dein Hinblick auf die Politik momentan, wenn du siehst, was jetzt so passiert ist in den letzten Jahren, was ist dein Resümee, was du als Autor auch vielleicht siehst? Tja, ruhig aus. Was soll ich sagen? Ein unzensierter Kanal.
es macht einen schon sehr nachdenklich, was so alles passiert. Ne? Also, ob das alles richtig ist, was passiert und auch mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ich glaube, das ist die Frage. Ja. Ja, die Familie Ort, die ja mit den 135 Seelen unterwegs ist, das ist ja auch so eine Sache. Viele begleiten das auch mit. Demnächst wird bestimmt nochmal eine Aktion sein, dann nehmen wir euch natürlich auch mit. Ich weiß, dass das vielen offiziell nicht passt, dass permanent daran erinnert wird. Aber wie gesagt, viele wollen hier auch Aufklärung haben und eigentlich wissen, was ist in der Flutnacht passiert. Viele Sachen sind niedergeschrieben in den Untersuchungsberichten der Staatsanwaltschaft, die aber nicht offiziell veröffentlicht werden dürfen. Ja, also für mich persönlich ist das ein sehr anstrengendes Thema. Ne? Ich versuche es halt mittlerweile so weit wegzuschieben, wie es geht, weil es halt auch nicht gut tut. Mhm. Das ist halt einfach so und dann muss man halt auch gucken, dass man da so eine Art Schutzmantel um sich baut, um dem Ganzen ein bisschen zu entfliehen, weil, wie gesagt, es tut nicht gut. So ist es. Wir schwenken auf die Zintelkurve rüber und ihr könnt das zum Beispiel sehen, hier sind ganz, ganz viele Bauarbeiten, die momentan stattfinden. Die Bahn wird ja elektrifiziert. So, und oben, ich filme es nochmal, da ist die bunte Kuh. So, da kann uns nämlich der Marco gleich auch mal eine Geschichte drüber erzählen. Ich filme da mal drauf. Also hier oben diesen Bogen könnt ihr sehen, ich zeige es mal gerade hier, da, genau der. Also, Marco, wie ist denn die Geschichte dazu? Und das wird jetzt wirklich spannend. Ich lasse die bunte Kuh mal im Hintergrund. Also hier haben wir einmal bunte Kuh und hier auch. Also das Restaurant heißt auch so im Bezug. Wie kommst du zu dem Namen, was hat es da auf sich mit? Ja, die bunte Kuh, eigentlich das Wahrzeichen schlechthin des Ahrtals. Und wir gehen mal ein bisschen in den Windschatten, glaube ich. Ja. Sonst haben wir nämlich so viele Störgeräusche wahrscheinlich. Wie kam ich mal hier hin? Also ich kann mich da jetzt auch nur noch so aus der Schulzeit dran erinnern, was man uns damals beigebracht hat. Oberhalb der bunten Kuh muss wohl irgendwie ein Landwirt oder ein Bauer oder wie auch immer seinen gehaust haben und hat da auf jeden Fall gelebt. Und dann weiß ich nur noch, dass irgendwann mal eine bunte Kuh, also tatsächlich eine gecheckte Kuh, mit einem Klöckchen um den Hals aus dem Gebüsch gesprungen kam. Und ja, der Herr, der da oben war, der war davon wohl irgendwie nicht so angetan. Und er ist dann hingegangen und hat dann die Kuh den Pelz runtergeschubst. Und naja, da Kühe bekanntermaßen nicht fliegen können, ist sie dann sehr hart aufgeschlagen und seitdem heißt der Fels da oben bunte Kuh und so ist die Sage entstanden. Kommt das noch aus der Ritterzeit? Ja, vermutlich. Also. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank für euer Tonfeedback auch. Ja, also wir gucken mal, wie weit die Bauarbeiten fortschreiten. Wir gehen da nochmal hin. Guck mal, die haben auch hier einen Werkzeugwagen und alles mit dabei und das nimmt da schon richtig Form an. Also, könnt ihr gucken, da kommen jetzt die letzten Steine oben rein und dann wird das Licht installiert. Also das kommt da gleich oben drauf. Ja, wenn ich noch was dazu sagen darf, klar, wie es zu diesem Standort kam. Mhm. Also eigentlich war es so, es waren 6 Flutleuchttürme im Ahrtal geplant. Wir stellen jetzt erstmal 3. Kann sein, dass es bei diesen 3 bleibt, kann aber auch sein, dass es tatsächlich 6 oder 7 oder so werden. Die Anke Bartheit, die hat damals den Thomas, als sie von der Gründung des Hupperbogen e.V. gehört hat, hat sie ihn angeschrieben und hat gesagt, sie wäre von diesem Leuchtturmaktion sehr begeistert, ob man sowas auch bei uns im Tal machen könnte. Und dann haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, klar, machen wir gerne. Und ja, dann hat der Thomas mich kontaktiert, wegen der Lesung. Und die Lesung war dann, und ich muss sagen, die war sehr emotional, weil, wie erwähnt, von einem Flutgebiet ins andere Flutgebiet. Und die Leute dort, die haben uns mit offenen Armen empfangen. Die waren sehr demütig, weil die auch alle sehr schlimme Sachen erlebt haben an der Wupper. Die haben zwar immer gesagt, uns an der Wupper hat zwar schlimm getroffen, aber nicht so schlimm wie euch an der A. Ich finde diese Vergleiche, ich mag die nicht, weil... die Häuser innen sehen gleich aus, kann ich euch sagen. Die sehen absolut gleich aus. Wir waren auch da, wir haben da auch berichtet. Auch vor einem Jahr war ich ja mit dem Thomas gewesen, auch ein Helfer vom Bauschauspender NRW, die wohnen da nämlich. Und auch in den Häusern sieht es genauso aus wie hier. Die Außenschäden sind halt nicht so stark wie im Ahrtal. Ne? Ja, genau. Ja, aber Flut betroffen. Genau, wir haben alle in dieser Nacht schreckliche Dinge erlebt, gehört, gesehen. Und deswegen mache ich da keinen Unterschied. Und ja, wir wurden halt sehr herzlich aufgenommen. Dann ist halt der Gedanke gereift,
zukünftig so eine Zusammenarbeit zu machen zwischen den zwei Flutgebieten. Und dann kam halt die Idee mit den Leuchttürmen. Und dann hat der Thomas mich gefragt, wo können wir denn die Leuchttürme im Tal stellen? Und dann ist mir direkt Pauls Flutbar als erstes eingefallen, weil ich finde, Pauls Flutbar ist so authentisch. Mitten in Dernau, eine Ruine, wo diese Flutbar drin ist. Dernau auch sehr stark betroffen, mit über 6 Metern, wo das Wasser da im ersten Obergeschoss gestanden hat. Und das Team von Paul und auch er, sehr nette Menschen, sehr authentisch. Oh ja. Ja. Und ja, die spiegeln auch so diesen Aufbruch wieder, der dann hier auch stattgefunden hat. Und dann halt hier die bunte Kuh, die hier hoch über dem Tal thront. Und der Fels, der hat schon so viel... Ich zeig's gerade nochmal kurz, damit es fehlt. Da ist er. Genau. Der Fels, der hat schon so viel erlebt, so viel Geschichte gesehen, so viele Fluten miterlebt. Und ich finde, es gibt eigentlich keinen geschichtsträchtigeren Ort, um so einen Turm, ja, der ja was Positives symbolisiert, hier hinzustellen. Und gerade hier an dieser Engstelle, der ist ja mit einer der engsten Stellen im Tal, wo das Wasser tatsächlich über 10 Meter hoch gestanden hat. Hier oben ist eine Markierung auf der Straße, vielleicht können wir die gleich auch mal zeigen. Ja, da gehen wir gleich hin und wir sind auch gleich live mit dabei, wenn das Licht des Leuchtturms hier aufgestellt wird. Übrigens auch vielen lieben Gruß hier nochmal an Anke Bartheit. Liebe Anke, schöne Grüße von uns hier. Genau. Ja, und dann der dritte Turm, der wird halt bei Michael Lang am Flutmuseum gestellt, ja, weil da sehr viel Menschen auch erklären, sehr viele Menschen, die noch nie im Tal waren. Und ich finde, es ist halt auch extrem wichtig, dass vielen Menschen so ein Turm zugänglich gemacht wird. Da kommt auch übrigens noch ein Schild dran, das können wir gleich noch zeigen, damit jeder weiß, was dieser Turm symbolisieren soll. Und wir hoffen halt, dass so viele Menschen wie möglich das Symbol des Leuchtturms nach draußen tragen und es weitergeben. Das eine ganz, ganz herzergreifende Aktion. Ja, wir schauen uns mal den Wasserstand an. Nimm uns mal gerne mit. Wir folgen Marco Martin, Buchautor, mal mit nach oben. Und auch nochmal hier der Tipp. Es gibt viele tolle Gastronomie hier im Ahrtal, die wieder offen hat. Unter anderem auch hier die bunte Kuh, aber auch viele, viele andere. Es gibt tolle Weingüter, wo man einkaufen kann. Einzelhändler, die offen haben. Und auch natürlich Firmen hier im Ahrtal freuen sich, wenn ihr zukünftig, ja, hier wieder einkaufen geht, wenn ihr zu Besuch ins Ahrtal kommt. Und dann gehen wir mal hier oben hin. Hi, grüß dich. So, da ist es aufgezeichnet. Wahnsinn. Also bis hier oben stand. Darf ich dich filmen? Wir sind gerade live bei Social Media. Okay, alles klar. Gut. Also, hier habt ihr den Wasserstand. Da könnt ihr das sehen. Und wenn wir mal runter gucken. Ja. Ganz ehrlich, das ist, man kann sich das nicht vorstellen. Ne? Von der Größe her, von der Wassermasse selber gekommen, ist verschont geblieben dann. Das kann man ahnen. Aber halt unten stand das Wasser. Ja, wenn man sich das mal zu Bilde führt, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier über Kamera rüberkommt. Die bunte Kuh, also das Restaurant Bunte Kuh, liegt ja eh schon auf einem Podest. Ne? Und da sollte man eigentlich von ausgehen, dass hier nichts passieren kann, dass man sicher vor Wasser ist. Aber wie du siehst, also der erste, Wahnsinn, oder beziehungsweise das Erdgeschoss, das war bis kurz unter die Decke geflutet und Wahnsinn, das Restaurant musste komplett neu. Und wenn man es nicht selber gesehen hat, kann man es gar nicht glauben. Glaube ich. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich habe jetzt gelesen, zur Spitzendurchflusszeit des Wassers, zum Höchststand des Pegels, sollen hier ca. 1,2 Millionen Liter Wasser pro Sekunde durchgeschossen sein. Wahnsinn. Das ist einmal der Rhein. Ja. Markus Hipperfürth und Wilhelm Hartmann haben nach der Flutkatastrophe auch hier in der Ecke geholfen, in Weißpotsheim und natürlich auch hier zusammen auch mit Markus Zintel und tausenden anderen Helfern, natürlich auch mit den offiziellen Kräften, die da waren. Und ja, also insofern symbolträchtig auch, dass das hier aufgestellt wird. Und guck mal, da geht jetzt das Licht drauf, da seid ihr live mit dabei, wenn es jetzt hier festgemacht wird. Also das Licht befindet sich nunmehr auf dem Leuchtturm drauf und wird in der Nacht hier im Endeffekt ein Signal geben, wird jetzt verschraubt. Also, ihr seid live hier mit dabei. Wer dem Kanal noch nicht folgt, gerne auch hier folgen, um zukünftig weiter auf dem Laufenden zu sein in den Flutgebieten Deutschlands bei, ja, Themen, die auch Politik angehen, aber auch schöne Dinge des Lebens, könnt ihr hier auf dem Kanal sehen. Also gerne hier folgen und mit dabei sein. Ich finde es toll, muss man sagen, so viele freiwillige Helfer, die sich hier immer noch in den Fluggebieten engagieren, nicht nur im Ahrtal, sondern auch bei uns drüben in NRW.
Da ist er auch gleich fertiggestellt. Seid ihr heute schneller als gestern? Gestern war jetzt so Premiere sozusagen wahrscheinlich, ne? Ja, bei Pauls Flutbar war es eine andere Aktion. Da konnten wir den Turm nicht auf ein Betonfundament stellen, sondern den mussten wir in ein Weinfass stellen, da der beweglich sein muss, weil bei Pauls Flutbar ja auch noch Baustelle ist. Und deswegen war das eine andere Aktion. Das hat ein bisschen länger gedauert. Aber auch dieses oder dieser Flutleuchtturm in dem Weinfass hat was ganz Besonderes. Weil halt das Weinfass und der Wein wie nichts anderes fürs Ahrtal steht und ja, ein Unikat, was ganz Besonderes. Klasse. Ja, Wahnsinn. Ja, erzähl mal. Und hier unten sind die Steine aus Leichling, aus dem Grindeswald und hier sind die A halt. Okay. Die sind also separiert. Okay. Ja, haben wir ein bisschen in Farben und Streifen gemacht. Genial. Ein bisschen rauskommt, dass die der Zusammenhalt. Da kommt noch ein Schild drauf, das tun wir uns an. Wir gehen noch mal kurz runter zum Schild und schauen uns das auch an. Also. Sehr tolle Aktion. Also gerne auch mal hier eure Meinung mit in die Kommentare rein. Wie findet ihr die Aktion? Also ich finde es sehr hervorragend, muss ich sagen. Und es gibt viele tolle Aktionen. Man sieht auch, hier die Motorradfahrer sind wieder unterwegs. Und wenn die Motorradfahrer unterwegs sind, heißt es, der Sommer ist bald da. Also, wir schauen uns nochmal das Schildchen an gerade. So, zeig's mal gerade. Also, so schaut's aus hier. Superbogen e.V. Könnt ihr auch gerne mal auf die Seite gehen. Und wir zeigen auch mal den Text hier. Sehr schön. Ihr Lieben, ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns hier mitgenommen habt und dass ihr auch diese Aktion hier macht. Danke an alle Beteiligten. Und wenn ihr demnächst im Ahrtal vorbeifahrt, hier oben, seht ihr den Leuchtturm, sozusagen ein Licht der Hoffnung, was Hoffnung bringt ins Ahrtal. Ihr Lieben, bis später, für gleich im Video. Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss.